Perfekt für die Mittagspause. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier aus der Küche. Ich mache jetzt erstmal Frühstück und zwar einfach ein bisschen Brot. Wir lagen heute Morgen noch ein bisschen im Bett, beziehungsweise morgen ist es eben noch morgen, es ist kurz nach 8. Und Marie hat meinen Fragebogen für die Bachelorarbeit, ist sie durchgegangen und der passt jetzt soweit. Ich habe den noch meinem Prof zur Abnahme geschickt und dann wäre es cool, wenn ihr den nochmal ausfüllt. Das fände ich sehr, sehr cool. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nächster Vlog schon ist oder so. Ihr werdet es dann einfach sehen, wann die Umfrage da reinkommt. Aber dann komme ich auf jeden Fall voran mit meiner Bachelorarbeit und bin hoffentlich bald fertig. Also in anderthalb Monaten muss ich abgeben und dann ist es endgültig vorbei und ich bin Bachelor und somit nicht mehr Student. Freut mich auf jeden Fall sehr, wenn es dann endlich soweit ist. Jetzt schaut mal das Frühstück an. Wow, ich finde, es sieht richtig lecker aus. Also ein Avocado-Brot, ein Rote-Bete-Brot und ein irgendwie so ein grüner Aufstrich noch mit Rucola drauf. Und geil, oder? Ein Rote-Bete-Apfelsaft und das ist einfach richtig lecker. Hatten wir gestern schon, das schmeckt echt so köstlich. Und heute Morgen ist zwar echt noch ein bisschen frisch hier draußen, deshalb haben wir auch einen Pulli an, aber es ist einfach so herrlich trotzdem hier draußen zu sitzen und den Katzen gefällt es auch schon wieder hier draußen. Gell, Mini? Erzähl dein Problem. Ich bin zu dumm zum Trinken. Ich sitze gerade hier an meiner Bachelorarbeit und gucke plötzlich so rüber und Marie leert sich oder trinkt halt eigentlich was und stürzt das Ding so zügig, dass hier rechts und links am Flaschenhals alles im Gesicht runterrennt. Alles nass. Und weil ich auch noch saß. Hast du in die Hose gepinkt? Ja, weil ich noch saß wie so ein Idiot, nämlich so, wie ich sehr oft am Schreibtisch sitze übrigens, so alles hier so. So. Ich schneide auf jeden Fall gerade mein Video. Klasse. Super. Toll. Hab's geschafft, guck. So, jetzt reicht's erstmal mit Schreibtischkram. Irgendwie wollte mein Video nicht richtig exportieren, beziehungsweise hat immer so Fehler reingehauen und keine Ahnung. Deswegen ist jetzt erstmal Mittagspause und wir machen uns was zu essen. Und dann, oh, jetzt ist auch die Sonne wieder ein bisschen da. Toll, können wir vielleicht auch in der Sonne essen, wobei es draußen ein bisschen frisch ist. Und zum Mittagessen benutzen wir jetzt den Krups Cook for Me. Den haben wir vor einer Weile mal zugeschickt bekommen. Und das ist ein Multikocher, der einem so ein bisschen die Arbeit in der Küche erleichtert. Da gibt es außerdem auch 150 integrierte Rezepte drin und 100 davon kann man in unter 10 Minuten zubereiten. Also ihr seht hier, wenn ihr im Hauptmenü seid, gibt es diese Kategorien Zutaten, Rezepte, manuell und Favoriten. Und wenn man da jetzt auf Rezepte zum Beispiel mal geht, Hauptspeisen und dann kann man hier eben Verschiedenes auswählen. Es sind sogar auch vegane Gerichte dabei. Dann Alex und ich würden jetzt immer 4 Personen machen auf jeden Fall. Und dann sieht man, wie lange das Ganze dauert. Und ich meine, ihr seht, diese Bedienung ist super einfach, also kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Der Multikocher sagt einem auch die ganze Zeit, was man machen soll. Hier sieht man zum Beispiel, was man für dieses Rezept alles braucht. Und mit okay geht's dann sozusagen los und dann sagt er einem einfach, was man da reinschmeißen soll und wie alles weitergeht. Was auch richtig cool ist, man kann auch einfach, wenn man keine Lust auf ein Rezept hat, auf diese Zutaten gehen und da dann eben auch wieder auswählen. Jetzt zum Beispiel hier Gemüse, was man machen möchte. Und da gibt's auch diesen Dämpfeinsatz mit, was ich richtig cool finde. Dann füllt man nämlich einfach ein bisschen Wasser da rein, legt sein Gemüse zum Beispiel hier rein, packt den... Oh, einhändig, bisschen tricky. Packt diesen Dämpfeinsatz da rein und dann könnte man da jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Brokkoli oder sowas drin machen. Und spart sich diese Action, die ich neulich mit dem Sieb betrieben habe. Und der sagt einem dann natürlich auch, wie lange man das Ganze da drin lassen muss. Mit dem Cook for Me kommt außerdem auch immer noch so ein Kochbuch oder so ein kleines Kochheftchen mit. Da sind die ganzen Rezepte auch nochmal drin aufgelistet und man sieht, was man braucht. Und ich bin gerade schon hier am Gemüse schneiden, denn wir machen heute so ein One-Pot-Teil mit Quinoa und einfach Gemüse und da drin kann man erst das Zeug anbraten, das ist richtig geil. Und dann schmeißt man den Quinoa noch dazu, bisschen Wasser, macht den Deckel zu und dann bleibt das Ganze für 11 Minuten drin und danach ist es fertig und man hat ganz schnell irgendwas gekocht. Also echt mega praktisch so für mitten am Tag, wenn man keine Lust hat, irgendwie groß zu kochen. Perfekt für die Mittagspause. So, und während Alex da fleißig am Schnippeln ist, gebe ich hier jetzt schon mal auf dieser manuellen Eingabe die Bratenfunktion ein. Und zwar findet man das bei klassischem Garen. Und dann kann man hier eben auswählen zwischen Schmoren, Slow Cooking und eben Braten. Und jetzt heizt der Gute auf. Gebe da jetzt noch einen Schuss Öl rein.
damit wir da gleich das Gemüse anbraten können. Was hier übrigens auch schon ready ist. Wow, sieht das toll aus. Gell? Lecker. Finde ich auch. Oh, ich liebe einfach Gemüse. Nom, nom, nom. Ja. Ta-ta-da-da. Toll. Oh, den soll ich vielleicht noch schneiden. Den habe ich irgendwie so groß sein. So, wie sieht's aus? Toll. Also ich glaube, das Gemüse ist jetzt gut angebraten. Jetzt haben wir hier den Quinoa. Das sind noch ungefähr 200 Gramm, also ungefähr eine halbe Packung. Der kommt jetzt mit dazu, dann braten wir das kurz an und dann kommt das Wasser mit rein. Wow. Riecht voll geil. Mhm. Uiuiui. Ui. Jetzt können wir eigentlich gleich zumachen, hier den Deckel. Jetzt machen wir hier, guck, garen unter Druck. Machen wir mal, ja, 11 Minuten. Sofortiger Start. Los goes it. So, easy as that. Jetzt ist es hier auch wieder still. Jetzt können wir eigentlich irgendwie machen, was wir wollen, bis das Essen fertig ist. Oh, wir könnten uns noch eine Soße kurz machen. Machst du deine berühmte Erdnusssoße? Soll ich meine berühmte Erdnusssoße machen? Fände ich toll. Okay, also die 11 Minuten sind jetzt fast um. Der Cook for Me beendet jetzt gerade den Garvorgang und hier oben dampft es jetzt raus. Das sieht man jetzt gerade nicht. Aber gleich gibt's Essen. Ta-ta-ta-ta. Darf ich aufmachen? Ja, aber pass auf mit dem Dampf. Hat doch schon abgedampft. Ja, aber ich meine normal heißer Dampf halt. So, cool. Hinten läuft nämlich jetzt das Kondenswasser runter und da muss man jetzt den Behälter leeren. Und da ist unser Essen. Yummy. Lecker. So, mein bekanntes Erdnusssößle ist auch schon drauf. Süße. Ich würde sagen, guten Appetit. Ah, oh, toll. Guten Appetit. Ja. Und hier ein bisschen scharfe Chili noch drauf bei mir. Okay. Was bohren? Warum bohren unsere Nachbarn eigentlich immer irgendwas? Immer wollen sie bohren. Okay, jetzt. Das Essen war auf jeden Fall super lecker und das Coole ist, es ging echt voll schnell. Normal dauert Quinoa irgendwie 20 Minuten, aber in dem hat es irgendwie nur 10 Minuten gedauert. Das liegt halt an diesem ganzen Dampfgarn. Oh, das war richtig gut und vor allem, was ich am besten finde, du musst dir halt keine Sorgen machen. Ne? Also du hast telefoniert, noch was mit Bretter geklärt und ich musste mein Video noch fertig machen. Und dann haben wir das einfach halt angeschaltet und dann musst du da nicht mehr nachschauen im Vergleich zu Quinoa, den du dann rumrühren musst oder bei Kartoffeln oder Reis, wo du schauen musst, dass cool. Es nicht überkocht. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. So. Und apropos Bretter, ich muss jetzt losfahren, denn gestern ist was passiert und zwar haben wir ja so einen Brandstempel, mit dem wir immer die ganzen Bretter und Rollen stempeln und sowas. Und Walle macht das eigentlich gerade immer die meiste Zeit, weil ich nicht so viel Zeit habe und er hat ein bisschen mehr Zeit. Und da ist auf jeden Fall der irgendwie nicht mehr funktioniert und dann hat er gedacht, er kann ihn irgendwie reparieren mit irgendwie einem neuen Kabel oder sowas. Auf jeden Fall hat er so einen Stromschlag bekommen. Er hat erst gemeint, so ja, es ist eigentlich nichts passiert, aber es irgendwie dann, weiß nicht, ob seine Freundin gesagt hat, irgendwie er soll noch ins Krankenhaus gehen. Auf jeden Fall ist er ins Krankenhaus und die haben ihn dann gleich eine Nacht dort behalten, weil sie gemeint haben, ja, das muss man beobachten und dann war sein Puls eh so niedrig. Also keine Ahnung, ob er deswegen jetzt so niedrig war, wegen dem Stromschlag. Auf jeden Fall, ja, nochmal echt Glück gehabt. Aber auf jeden Fall ist dieser Brandstempel kaputt und wir müssen einige Bretter rausschicken und deshalb muss ich jetzt einen neuen holen gehen, beziehungsweise so einen Teil davon. Und da haben wir hier einen Händler in der Nähe und da hole ich das jetzt schnell ab, wenn morgen wollen wir richtig Bretter machen und da brauchen wir das natürlich. Ja, ja, damit niemand eine gewischt bekommt. Also, du darfst verschwinden, ich räume auf und mach dann weiter. Danke. So, und willkommen hier in Renningen. Ich muss mal gucken, hier ist irgendwie alles Baustelle. Ich hoffe, ich bin richtig hier irgendwo. Okay, ich glaube, hier ist es nur noch das richtige Gebäude oder die richtige Firma finden. So, ich habe das Ersatzteil jetzt bekommen. Hier habe ich zuerst gedacht, da wäre das drin, das hat das Navi gesagt. Aber ja, sie war irgendwie jetzt hier, die Werkstatt. Und jetzt gehe ich schnell wieder runter zum Auto. Und dann fahre ich direkt an Marienplatz zur Bretterwerkstatt. Und bringe das Walle vorbei, weil der möchte heute noch die Rollen weitermachen. Und dann kann er das gleich machen. Und dann heizt sich wieder hoch, denn es gibt immer noch einige Dinge heute zu tun. Und ja, aber das Wetter ist richtig geil. Also man kann sich nicht beschweren. Mir ist echt fast zu warm hier in diesem Pulli. Kann ich eigentlich mal ausziehen. 7:30 Uhr abends. Die Mandas sitzen noch im Büro und arbeiten was. Marie macht was, das kann ich euch leider nicht zeigen.
ganz bald könnt ihr was sehen. Ich habe gerade noch ein Bild bearbeiten müssen oder Bild bearbeitet. Und jetzt überlege gerade, ob ich noch ganz kurz joggen gehe, Schatz. Nicht lange. Was? Es ist 7:30. Ich habe mich gefreut, dass wir jetzt was essen. Ja, ich glaube, ich muss meinen Kopf noch lüften. Okay, ja, dann mach 20 Minuten, okay? Einen ganz kleinen Run draußen. So lange gehen und dann... Ja, okay. So, es ist etwas Zeit vergangen und wir haben gekocht. Und zwar gibt's heute wieder Maultaschen, aber diesmal mit einem Bärlauchpesto dazu. Deswegen ist es auch schön grün. Und wir werden so stinken danach, glaube ich. Zum Glück müssen wir mit niemandem mehr reden. Ja, kein Problem. Joggen war übrigens auch noch gut. Es hat so gut getan, sich einfach eine Viertelstunde irgendwie auszupowern. Oder 20 Minuten. Okay. Guten Morgen. Es ist so wunderschönes Wetter. You see? Und ich bin hier schon in der Küche die ganze Zeit fleißig. Ich habe die Mülleimer mal heiß ausgewaschen und solche Sachen. Ich hatte das Gefühl, hier riecht so nach Müll. So ekelhaft. Dabei haben wir den eigentlich geleert. Aber ich glaube, das war die leere Katzenfutterpackung. Wir haben nämlich, beziehungsweise die Reste aus dem Katzenfutter. Wir haben nämlich jetzt wieder so, was war das? Cats Fine Food oder sowas, glaube ich, gekauft. Und ich finde, das stinkt. Das stinkt echt richtig. Also Katzenfutter an sich riecht ja manchmal nicht so toll, aber das riecht richtig ekelhaft. Und dann hat Milena das nicht mal gegessen und deswegen mussten wir die vertrockneten Reste dann in den Müll kratzen und der hat dann eklig gerochen. Ja, aber ich habe ein anderes Katzenfutter gekauft, was nicht so ekelhaft riecht. So, warte. Kommt nämlich auch sehr gut an. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie Katzen. Und zwar ist das dieses hier von Liebesgut. Und da fand ich richtig cool, dass da eben nicht so viel Scheiß drin ist. Also, hier Zusammensetzung 95% Bio-Gans jetzt in diesem Fall. Dann Bio-Gänsefleischbrühe, 2% Bio-Kokosflocken, 2% Bio-Tomate und 1% Bio-Hirse. Ja, und sonst nichts. Mehr steht da gar nicht, dass noch irgendwie irgendein Mist drin ist. Und das Rind schmeckt mir richtig gut. Wir hatten noch so ein anderes, so ein grünes, das fand er nicht so geil. Weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr, was das war. Aber wir haben das neulich im Dena entdeckt. Und dann dachte ich, ich nehme direkt mal ein bisschen was mit. Ja genau, und das ist das, was so stinkt. Cats Fine Food. Und zwar hatten wir da auch noch Lachs. Das hat dann besonders eklig gerochen. Naja, so. Und jetzt ist auf jeden Fall Menschenfütterungstime. Ich mache uns gerade Frühstück. Ja. Genau. Damit wir auch mal was essen. Heute Morgen gibt es wieder Bärlauchpesto aufs Brot und dazu noch so eine Kräuterpastete. Drunter sind Leinsamen und Rucola, ein paar Mandeln und wieder einen Apfel, Rote-Bete-Saft. Und irgendwie haben wir keine großen Gläser mehr, deswegen müssen wir die kleinen nehmen. Schaut mal, Leute, auf was ich echt stolz bin. Meine Orchidee. Die haben wir zum Einzug geschenkt bekommen im Dezember. Und dann hat sie geblüht und hat aber relativ schnell alle Blüten verloren. Hier seht ihr noch, da war noch so ein Stiel und da war einer. Und das war der einzige, der dann noch existiert hat. Die anderen habe ich dann abgeschnitten, weil die relativ schnell auch so ganz braun geworden sind. Und dann kam erst hier dieser Babytrieb raus. Und ich habe gesehen, dass oben das auch so ein bisschen so aussah, als würde da noch was kommen. Und dann plötzlich, einfach so, ist dieser Arm hier rausgeschossen und hat dann lauter Knospen bekommen. Die sind jetzt alle aufgegangen und ich bin so happy. Ich habe nämlich keinen Orchideendünger oder sowas geholt und habe da auch nicht so einen Stab reingesteckt, sondern ich habe sie einfach immer wieder getunkt und ich habe ihr erzählt, dass sie wunderschön ist und jetzt hat sie wieder Blüten. Toll, ich bin begeistert und das, obwohl ich absolut keinen grünen Daumen habe. Also echt überhaupt nicht. Und guten Morgen auch von mir. Ich sitze schon wieder im Auto und fahre jetzt runter in die Bretterwerkstatt. Wir müssen was, ja, Bretter machen. Und das Teil, was wir irgendwie gestern, oder was ich gestern da abgeholt habe, funktioniert irgendwie nicht. Beziehungsweise, weil er hat es gestern angeschlossen, es hat irgendwie nicht getan. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht da nochmal hinfahren müssen. Deshalb bin ich auch im Auto unterwegs, weil es sein kann, dass wir gleich wieder in diese Werkstatt fahren müssen. Ah. So nervig manchmal, wenn es dann nicht funktioniert und man nicht vorankommt wegen so einem Teil. Aber ja, so ist es halt irgendwie, wenn man irgendwie so selber Sachen macht. Dann gehen immer irgendwelche Sachen schief und dann muss man gucken, wie man die lösen kann. Und deshalb fahren wir jetzt da zügig runter und gucken, ob wir es hinkriegen. Und wenn nicht, dann fahren wir wieder dahin. Aber hey, Schiebedach auf, da kann die Laune nur groß sein. Ich habe gerade noch eine Maschine Bettwäsche durchgewaschen und wollte jetzt noch eine Maschine anmachen, damit einfach auch mal ein bisschen Wäsche durchbewegt wird. Und eigentlich finde ich das immer voll cool, wenn man das raushängt zum Trocknen. Aber
Draußen ist übler Pollenflug. Schon hier drin ist alles so gelb und staubig. Deswegen habe ich jetzt auch gar keine Fenster offen, weil es eben ziemlich windig heute ist draußen und ich keine Lust habe, dass diese dummen Pollen in der ganzen Wohnung unterwegs sind. Zumal ich glaube, dass ich ganz leicht vielleicht allergisch bin. Also weil ich so einen komischen Schnupfen habe oder einfach so meine Nase die ganze Zeit läuft. Ansonsten geht es mir gut, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob vielleicht ist auch eine strange Erkältung noch so von Sevilla. Also da war ich ja neulich, hatte ich ja so einen Anflug von Grippe. Nein, keine Grippe, Erkältung. Ich bin jetzt vorsichtig geworden. Aber irgendwie weiß ich nicht, hört das nicht so richtig auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass das was mit diesem blöden gelben Staub zu tun hat. Also ja, jetzt muss die Wäsche halt hier drin bleiben. Das mag ich eigentlich nicht. Ich habe den Vormittag übrigens damit verbracht, was Neues für meinen Kanal zu planen, weil ich da so ein bisschen ein neues kleines Projekt angehen möchte und mir sowas überlegt habe, was mir schon ganz lange im Kopf rumschwirrt und ich möchte das umsetzen und musste mir da aber erstmal so den Rahmen für überlegen und ich möchte dafür auch noch ein Intro machen und so. Das wird so ein neues Format sein. Ja. Ich möchte noch nicht mehr sagen, weil ich finde immer, wenn man Ideen ausgesprochen hat, ich weiß nicht, dann haben die nicht mehr so eine Wirkung. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe auch mal gelesen, wenn man Sachen ausspricht, also so Ideen ausspricht, dann hat man nicht mehr so den Drive dahinter. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber deswegen müsst ihr euch mit dieser Info begnügen. Und dann sollte ich außerdem, man könnte halt immer was für die Bachelorarbeit machen, gell? Habe ich jetzt aber keinen Bock, bin ich einfach mal ganz ehrlich. Am Audi-Video mache ich nachher auch noch was, aber jetzt habe ich gerade bei Tasty ein Rezept gesehen für vegane Chocolate Chip Cookies und deswegen dachte ich mir, wenn man so viel zu tun hat, dann sollte man erstmal Cookies backen. Prioritäten muss man setzen im Leben. Ja, ich habe jetzt gerade geguckt, ob wir alles dafür da haben und wir haben so einigermaßen alles da. Ich habe nicht diesen ganz feinen braunen Zucker, da haben wir nur normalen braunen Rohrzucker. Wahrscheinlich völlig falsch, aber ich werde das einfach trotzdem damit machen und ich versuche den mal so ein bisschen kleiner zu häckseln in unserer Küchenmaschine und dann mal gucken. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Und was braucht man sonst noch? Backpulver. Oh, Backpulver haben wir auch nicht. Scheiße. Egal. Darauf verzichten wir auch. Für alle, die sich das screenshotten möchten, hier ist das Rezept. Und ich finde, da ist dann auf der Seite auch noch so ein Video dabei, aber das braucht man eigentlich nicht unbedingt. Also ich glaube, das ist mit das Ungesündeste, was in dieser Küche jemals zubereitet wurde. Ich glaube, die bestehen zu 90% aus Zucker. Aber der rohe Teig, der schmeckt auf jeden Fall ganz lecker. Also sie sehen ein bisschen hässlich aus und sie sind auch schon etwas flüssig. Die sind noch nicht gebacken natürlich, ne? Also es sind jetzt nur die Teigblobber. Und die verlaufen schon ganz schön. Naja, wir werden ja sehen. Ich schiebe die jetzt gleich mal in den Ofen. Wann ist der eigentlich warm? Brauchst ganz schön lang. Ach komm, das geht jetzt klar. Und, oh Gott, rein mit euch. So. Und tschüss. Also, naja, das mit dem Keksebacken, das üben wir nochmal. Da ist mega viel Öl rausgekommen. Also, vielleicht ist das irgendwie ein bisschen zu viel Öl gewesen. Keine Ahnung. Und sie sind sehr platt. Also, ich lasse sie jetzt auf jeden Fall abkühlen, weil die brutzeln noch richtig. Und dann können wir den mal probieren. Also, beziehungsweise ihr könnt zuschauen, wie ich ihn probiere. Sorry. Kekse. So, ich würde sagen, the moment of truth ist gekommen. Es ist heiß und fettig. Oh, geil. You see this? Mm. Krass. Schmeckt sehr gut. Schmeckt so fast ein bisschen karamellig irgendwie. Ich hätte sie vielleicht nicht ganz so lange im Ofen lassen sollen. Aber dann waren sie mir in der Mitte noch zu hell. Und dann dachte ich, dann sind sie noch so flüssig. Kriegt einen Daumen nach oben. Nächstes Mal ein bisschen weniger Fett vielleicht. Leute, wir sind wieder hier. Gleicher Punkt wie gestern. Es hat nicht funktioniert zu reparieren. Und jetzt lassen wir es hier checken und vielleicht ein ganz neues Ding kaufen. Und es windet so abartig. Ich würde am liebsten kiten gehen. Jetzt hätte ich richtig Lust drauf. Leute, könnt ihr es glauben? Der Brandstempel tut wieder. Also irgendwie war einfach die Einheit, die sie uns mitgegeben haben, kaputt. Und jetzt werden die ganzen Rollen hier gestempelt
und ich lackiere jetzt die paar Bretter, die hier liegen. Oder jetzt Musikvideo live. Warte, wir machen eher den Jack Johnson Style. Ja, brauchst du eine Gitarre? Aber Doppelkinn geht. Gut, alles gut. Sieht schön aus mit dem Stuhl. I'm just a small guy who went so fat in just about a year. Okay, Kameramann bricht nieder. Marc, wir übernehmen jetzt einfach heimlich Alex seinen Blog. Das ist gar kein Problem, ich bin auch fleißig an meiner Bachelorarbeit dran, wie man sieht. So, Rennen ist beendet. Ich fahre jetzt hoch zu Marie und dann gehen wir noch einkaufen. Boah, jetzt habe ich, glaube ich, völlig hoch gefilmt. Und gebt euch mal, wie staubig bzw. wie die Pollen auf unserem Auto sind. Schaut mal, man sieht es nicht so richtig, aber hier, das sind alles Pollen. Das ganze Auto ist weiß. Obwohl ich hier eigentlich mitten in der Stadt stehe. Also es ist echt komisch, dass hier trotzdem in der Stadt so krass viele Pollen fliegen. Für alle Allergiker, ihr tut mir sehr leid. So, wie ihr sehen könnt, haben wir wieder Lebensmittel, denn wir sind zurück vom Einkaufen und machen jetzt mal wieder eine Bowl und dünsten Pak Choi und Brokkoli und den Spargel. Dünsten wir den auch oder braten wir den jetzt an? Was haben wir gesagt? Ich würde sagen, den braten wir an. Okay, ja? Genau, aber den Rest garen wir da drin und der Quinoa kommt auch noch da rein. Ja, würde ich sagen, lädt fett. So Leute, das ist Food Porn. Sieht auf jeden Fall abnormal geil aus, finde ich. Wow. Ja, jetzt tasten wir das und dann geht's weiter mit den Lannisters. Genau, und allen anderen. Und allen anderen Verrückten. Die sonst noch so in Westeros und Braavos und sonst wo. Und die zwei sind rastlos. Der sieht doch nicht rastlos aus. Ja, aber der andere. Das ist ja. Wow. Wir haben gedacht, wir beenden jetzt mal den Vlog hier auf der Couch. Nicht, dass es wieder heißt, es ist schon wieder morgen früh und wir haben nicht mehr gevloggt, weil wir so müde waren. Aber ihr seht, wir sind tatsächlich wieder müde und gehen jetzt ins Bett. Ja, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Und yes. Wenn ja, dann wisst ihr Bescheid. Vor allem, wenn sie mal einen Daumen haben. Und, gibt euch nichts mehr zu sagen. Weiß nicht, ja, nee, das ist, was wir uns freuen natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und zwar am Sonntag. Dann kann so viel. Oh. Ah ja, schön, super. Super sieht's aus. Oh. Wir haben gerade die letzte Staffel Game of Thrones angefangen. Ja, richtig. Ich bin dafür nicht bereit und wir gucken immer so Folgen am Abend und dann ist es einfach in 3 Tagen vorbei. Naja. Dann können wir ja was anderes schauen. Okay, egal. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.